Hallo ihr Lieben, ich habe ein kleines Unboxing bzw. einen kleinen Haul von DP Clubs. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich habe die Tüte ein bisschen aufgerissen, weil ich mehrere Sachen erwarte und erstmal schauen musste, woher oder was genau das ist. Fangen wir mal an mit diesem ultra, mega, ultra süßen Diamond Painting Bild. Ihr wisst ja, ich bin da im Moment ja auch voll scharf drauf. Und schaut mal, das ist so, so mega süß. Ich hatte von dieser oder aus dieser Reihe mir schon einen Fuchs bestellt. Das habe ich auch fertig. Ich möchte euch das mal an dieser Stelle zeigen. Guckt mal. Die habe ich noch nicht fertig. Aber das kommt alles noch. Hier ist der Fuchs. Genau, der ist fertig gepaintet, hatte ich auch gepostet auf Insta. Und ja, das ist jetzt auch wieder so aus dieser Reihe. Da gibt es mehrere Tiere. Ich habe da auch noch ein anderes. Und ja, das ist jetzt das Häschen. Das finde ich einfach mal ultra süß. Was allerdings echt, ja, mühselig war, ist nachher der Hintergrund. Ihr seht, das ist alles eine Farbe. Das ist dann schon so ein bisschen, huhu. Aber was soll's, macht Spaß. Das ist wie gesagt das Häselchen. Ja. Allerdings gab es da einen Fehler. Das Bild wurde mir zweimal geschickt. Ich habe mir nämlich eigentlich diese süße Aufbewahrung ausgesucht. Und das zweimal. Aber da wurde irgendwas durcheinander gebracht. Das Bild wurde mir stattdessen zweimal geschickt. Aber das ist nicht so das Problem. Dieses Bild bekommt nämlich meine Schwester bzw. meine Nichte. Und weil das pennt ich nicht zweimal, das ist ja Quatsch. Genau. Und das ist eine Aufbewahrung. Entweder auch für Diamond Painting Steinchen oder für Perlen. So what? Ich fand die einfach total cute. Natürlich, ne? Hello, hello, Kitty Köpfchen. Und dann habe ich mir Halloween-Sticker ausgesucht. Und das ist natürlich richtig geil. Die kommen ja noch hier richtig pünktlich, ne? Bald ist ja Halloween. Und dann zeige ich euch das mal eben. Das sind nämlich zwei Bögen, glaube ich. Schade, dass es doch ziemlich knickerisch ankam, aber das ist jetzt noch okay. Das kann man sich so ein bisschen, das ist, ne, die Sticker selbst sind in Ordnung. Da haben wir einmal diesen Stickerbogen. Oh, das finde ich geil. Ich habe Sticker noch nicht gepaintet, halt Schlüsselanhänger. Und wie gesagt, ich hatte euch das ja schon erzählt. Ich mag ja so diese kleineren Projekte, wie auch dieses Einhorn von Action und so. Und ja. Das hier, diese Bilder, diese Größe geht auch, aber da braucht man natürlich auch schon einige Arme. Also an diesem Bild mit dem Fuchs hatte ich, glaube ich, 4 oder 5 Abende, einige Stunden dran gehockt. Aber wie gesagt, das macht ja Spaß. Ich habe jetzt hier diese Sticker. Das ist einmal dieser Bogen und dann einmal dieser. Ah, das ist cool, da freue ich mich drauf. Oh mein Gott. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich heute zuerst anfangen soll. Ich habe wieder jetzt tolle Sachen bekommen. Hier sind die Steinchen dazu. Da muss ich mal aufpassen, dass ich die nicht durcheinander bringe. Das ist ja schon passiert. Und zu guter Letzt, oh mein Gott, ich liebe Schlüsselanhänger. Diamond Painting Schlüsselanhänger habe ich mir total angetan. Und genau, da habe ich mir, da kommen auch noch ein paar andere, diese ausgesucht. Von Disney. Genau. Die zeige ich euch auch mal eben. So, das ist ja alles ein bisschen tüdelig. So, da haben wir einmal diesen süßen Kerl. Das ist der Pluto. Oh mein Gott, ich freue mich so dermaßen drauf. Da hatte ich ja, wie gesagt, auch schon welche gemacht. Oh mein Gott, Minnie. Ich liebe sie. Ah, sie ist so süß. Guckt mal, da haben wir einmal Minnie Maus. Dann haben wir Winnie the Pooh. Aha, ich glaube, die mache ich heute zuerst. Donald Duck. Ja, und diese 5 oder 6 Anhänger, je nachdem, wie viel das immer sind, schafft man auch an einem Abend. Das sind die Anhängerchen. Natürlich auch die Steinchen dabei, klar. Und dann haben wir
goldene Kettchen und auch ja, Schlüsselanhänger bzw. Karabiner oder wie man das auch mal sagt dazu. Eine Karabiner sind das nicht mehr, so Schlüsselanhänger. Ja, und das finde ich echt ultra, ultra cool. Das war's, meine Lieben. Mal gucken, wann die anderen Diamond Painting Sachen so ankommen. Ich freue mich. Ich glaube, die mache ich heute zuerst. Also, oh, wie süß die einfach ist, ne? Ja. Genau, ich zeige euch das Ergebnis auf jeden Fall wieder. Entweder mache ich, also ich mache eh mal ein Video für TikTok oder eben auch für Insta und poste das dann meistens als Short hier auch auf YouTube oder in der YouTube Story. Da kann man ja jetzt auch Story machen, aber meistens eher als Short. Und das wird euch dann, glaube ich, aber auch angezeigt. Genau. Oder ich mache demnächst einfach auch wieder mal ein Craft-Update, wo ich euch die Sachen zeige. Die anderen Schlüsselanhänger hatte ich euch ja auch gezeigt. Genau, ich würde sagen, das war's erstmal von mir. Ich würde mal meinen, ich werde mir heute tatsächlich die Anhänger und die Sticker hier vornehmen. Und wenn das Ganze fertig ist, ja, denke ich, mache ich einfach mal nochmal ein Video, damit ihr euch das Ganze dann mal anschauen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. So, meine Lieben, bis zum nächsten Video und ja, ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Basteln oder was auch immer ihr so vorhabt. Bye, bye.